ist eine Frage, was bedeutet dort Herbstfeeausstellungen im Kanton Schweiz? Was das mehr bedeutet? Ja. Vor allem ein Zusammenkommen der Bauern. Ich sage nicht, es ist viel von den normalen Bauern. Und ich sehr schätze, dass man mit ihnen ein Gespräch führen kann. Und man kann sich auch austauschen über die Viehzucht und vergleichen, wie der Stand der Dinge ist im eigenen Betrieb. Und es ist den ganzen Tag ein friedliches Zusammensein und das schätze ich sehr. Du, beim Kauf von einem Zuchtstier? Also, zuerst begeistert sicher die Leinen, die dahinter sind. So die Grossmutter, Mutter, muss einfach ein bisschen passen hinten raus. Und sicher ein Vater sein. Sollte es eigentlich die Leinen dahinter sein, die, sage ich jetzt, langlebig sind, die Milch geben. Aber nicht zu verrückt, weil ich bin Bio, oder? Ich muss auch schauen, wegen dem Hirten, Kraftfuttereinsatz und so. Und sicher der Fleisch. Wäre es heute ein stimmen, oder? Dass man die Ausklingung ein bisschen weiterhin beibehalten kann. Ich denke, ein Rahmen muss sicher muss ein bisschen Breite haben. Man gerade oben, wenn wir hier oben Stiere haben, die müssen ganz klar ein bisschen Fleisch auch zeigen. Oben raus sicher korrekt sein, super Beckenanlage. Das heisst, es muss auch dort eine gewisse Breite vorhanden sein. Und er muss sich wirklich auf einem guten Bein bewegen. Die Bewegungsapparate müssen gut sein. Und auch, ich denke, dort Sprunggelenk und die Beine, die Feinheiten, wie man es gerne hat, muss er da überzeugen. Ja, jetzt, es freut mich natürlich, dass wir dich auch hier sehen in der Schweiz an den Herbstfeeausstellungen. Du bist ja eine national bekannte Größe in der Berufsszene. Was fasziniert oder was bringt dich immer hier an die Ausstellungen im Kanton Schweiz? Also ich komme sicher im Kanton Schweiz seit gut, ja, kann ich fast sagen, 50 Jahren. Und was fasziniert mich, ist Freude, wo haben die Leute da um sein Vieh und die Qualität des Vieh besonders. Als Viehhändler habe ich in der Schweiz immer etwas gefunden, das passt. Super verwachsen, oben in Widerist, in der Übergangrecht, der Beckenlage. Merkt man vielleicht das Mühe besser, aber es ist immer noch breit, lang. Wenn man runterfährt aufs Fundament, ein korrektes Bein mit einem guten Winkel und ein tätiges Outer, das auf allen Seiten, vor allem in der Fauchwand, sehr gut verhängt ist und hinten hoch angesetzt. Mit vier korrekten Strichen.